Dänemark. Da denken wir an das Meer, weite Landschaften, den berühmten Hafen der Hauptstadt Kopenhagen mit der kleinen Meerjungfrau und an ziemlich viele Fahrräder. Die Dänen gelten als das glücklichste Volk der Welt. Aber warum ist das so? Und was können wir uns von ihnen abschauen? Wir haben 5 Dinge gefunden, ohne die ein Däne nicht durch den Tag kommt. Montag, 8 Uhr. Wir treffen die 26-jährige Kayla. Hi, come on in. Zusammen mit Ehemann und Katze wohnt Kayla in einem ruhigen Stadtteil der dänischen Hauptstadt Kopenhagen. In ihrer Freizeit betreibt die 26-Jährige einen Kopenhagen-Blog und postet auf Instagram alles, was Dänemark besonders macht. Eigentlich arbeitet Kayla als Ärztin. Heute hat sie aber frei und nimmt uns mit durch ihren Alltag. Und schon beim Frühstück fällt uns ein Gegenstand auf, den wir bei uns in Deutschland noch nie gesehen haben. Unser Ding Nummer 1. Ohne das die Dänen nicht leben können, der Flatbrödrister. Übersetzt bedeutet das Flachtoaster. Er toastet nur eine Seite des Brots. Du kannst direkt sehen, wie stark etwas getoastet wird, bevor du es umdrehst. So siehst du die ganze Zeit, was passiert. Verbrannten Toast gibt es dadurch nicht. Und wer möchte, kann sich schon während des Toastens etwas auf sein Brot legen. Ich benutze es eigentlich jeden Tag. Mein Partner ist mit Roggenbrot aufgewachsen. Jeder dänische Haushalt hat sowas. Das Frühstück ist für die Dänen die wichtigste Mahlzeit des Tages. Vor allem der Kaffee darf nicht fehlen. Auch am Frühstückstisch fallen uns Dinge auf, die bei uns wohl niemand verwendet, wie dieses Schneidegerät. Das ist ein Käseschneider. So gut wie jeder Däne hat den zu Hause, weil Käse hier wirklich ziemlich wichtig ist. Wir essen das morgens, mittags, abends. Das ist einfach der perfekte Snack. Und dieses Gerät ist eine clevere Lösung für Kräuter. Anstatt sie auf einem Schneidebrett klein zu hacken, gibt man die Kräuter in diese Mühle. Dadurch wird das Aroma der Kräuter noch viel intensiver. Kayla nutzt ihren freien Tag, um ihre Einkäufe zu erledigen. Ein Auto hat die 26-Jährige nicht. Das braucht sie aber auch nicht in einer Stadt wie Kopenhagen. Denn Kopenhagen hat sich dafür entschieden, den Autoverkehr bis 2025 deutlich zu reduzieren. Auf dem Weg zum Supermarkt fallen uns diese kleinen weißen Dreiecke auf der Fahrbahn auf. Was haben die zu bedeuten? Ding Nummer 2. Ohne dass die Dänen nicht leben können, die Haitände. Das sind die Haitände. Wir nennen sie auch Haifischzähne. Das ist eine Erinnerung für alle ankommenden Autos, die auf die Kreuzung zufahren, dass sie den Verkehr, der von der anderen Seite kommt, durchlassen müssen. Die Menschen müssen gucken und aufpassen, dass sie in niemanden reinfahren. Die Haitände sind einfacher zu installieren als unsere Vorfahrtsschilder. Es gibt sie vor allem wegen den vielen Radfahrern. Wenn du dich in der Stadt umschaust, merkst du, dass sie eigentlich für Fahrradfahrer gebaut worden ist. Jede Straße hat eine eigene Fahrradspur und es gibt sogar extra Stoppsignale. Du musst einfach auf die Fahrradfahrer aufpassen, weil sie viel kleiner und schneller als Autos sind. Die dänische Hauptstadt gilt als die fahrradfreundlichste Stadt der Welt. 75% der Radfahrer fühlen sich hier sicher. Das ist Platz 1 in Europa. Kopenhagen hat viel in die Infrastruktur investiert. Überall gibt es spezielle Fahrradampeln. Und diese Brücke wurde extra nur für Fahrradfahrer gebaut. Das war auch dringend nötig. Über 50% der Einwohner fahren mit dem Fahrrad in die Arbeit oder in die Schule. Das neueste Ziel der Hauptstadt, Kopenhagen, will bis zum Jahr 2050 komplett CO2-neutral werden. Der Fahrradverkehr spielt da eine entscheidende Rolle. Zurück zu Kayla. Auch beim Einkaufen achten viele Dänen darauf, möglichst umweltfreundlich zu sein. Deshalb gehen sie nicht in große Supermärkte oder Discounter, sondern in kleine Läden direkt am Straßenrand. In diesem Markt liefern die Bauern in der Umgebung ihr Obst und Gemüse direkt beim Verkäufer ab. Alles soll so ökologisch wie möglich ablaufen. Solche Läden findet man gerade in großen dänischen Städten wie Aarhus oder Kopenhagen an jeder Straßenecke.
Then 93.26, please. Kayla bezahlt aber nie bar oder mit Karte, sondern mit einer ganz besonderen App, die wirklich jeder Däne auf seinem Handy hat und die einen entscheidenden Beitrag zur Digitalisierung geleistet hat. Flachtoaster, Käseschneider oder Haifischzähne auf der Fahrbahn. Die Dänen haben einige Dinge, die auch für uns Deutsche ziemlich nützlich sein könnten. Und auch beim Einkaufen haben sie eine innovative Lösung gefunden. Ding Nummer 3, ohne dass die Dänen nicht leben können, die Bezahl-App Mobile Pay. Das ist eine dänische App, die direkt mit deinem Konto verbunden ist. Du kannst, ohne eine Karte dabei zu haben, alles bezahlen. Einfach nur mit deinem Handy. Das gibt's hier überall. Jeder hat es. Egal, ob ein kleiner Laden an der Straße oder ein großes Kaufhaus. Und so funktioniert's. Zuerst tippt Kayla den Betrag in die Mobile Pay App ein. Dann scannt sie den individuellen QR-Code des Verkäufers. Mit einem Klick schickt sie das Geld von ihrem Konto auf das Konto des Verkäufers. Auch der sieht innerhalb weniger Sekunden, ob die Zahlung erfolgreich war. Mit dieser App, die 2013 von der staatlichen Bank an den Staat gebracht wurde, gehen die Dänen einen weiteren Schritt in Richtung Digitalisierung. Bargeld spielt hier nämlich überhaupt keine Rolle mehr. Ich glaube, für die dänische Gesellschaft wird es immer unüblicher, Bargeld zu haben. Die meisten Geschäfte erlauben dir noch nicht mal, bar zu bezahlen. Aber warum verbieten die Verkäufer hier Bargeld? Ich habe das durchgerechnet und es kostet mich 7.000 Euro im Jahr, nur Bargeld zu haben. Weil ich muss die Kasse am Abend also machen und es ist eine halbe Stunde. Die App hat also nicht nur Vorteile für die Kunden, sondern auch für den Verkäufer. 12 Uhr, Zeit fürs Mittagessen. Wie bei uns in Deutschland muss es auch in Dänemark mittags schnell gehen. Da bedient man sich auch gerne mal am Fastfood-Stand um die Ecke. Doch das Fastfood in Dänemark hat nichts mit unserem Burger & Co. zu tun. Ding Nummer 4, ohne dass die Dänen nicht leben können, das Nationalgericht Smørbrød. Übersetzt heißt Smørbrød Butterbrot. Aber diese Brote sind schon etwas ausgefallener als unser normales Butterbrot. Es gibt sie in allen verschiedenen Variationen und mit extra viel Belag. Die Dänen sind gerade verrückt nach Smushi, eine Mischung aus Smørbrød und Sushi. Je ausgefallener, desto besser. Ein richtiges dänisches Butterbrot kann übrigens nicht jeder machen. In Dänemark darf nur eine ausgebildete Smørbrødsjomfru ein Original-Smørbrød herstellen. Auch hier wird natürlich mit der Mobile Pay App bezahlt. In Dänemark gibt es viele Restaurants, die sich nur auf Smørbrøds spezialisiert haben. Denn die Dänen sind absolut verrückt danach. Es ist wohl eine der berühmtesten Speisen Dänemarks. Ich glaube, wir Dänen lieben es, weil es so variabel ist. Du kannst alles einfach oben draufhauen. Und es ist ein Smørbrød. Aber keins ist besser als das, was deine Mutter gemacht hat, als du klein warst. Bei Mama schmeckt's halt immer am besten. Traditionell wird das Smørbrød übrigens nicht mit der Hand, sondern mit Messer und Gabel gegessen. 18 Uhr. Immer wenn Kayla nach Hause kommt, hat sie das gleiche Ritual. Denn die glücklichste Nation der Welt kann nicht ohne Ding Nummer 5 leben. Die Kerze. Egal zu welcher Jahreszeit, Kayla verteilt Kerzen in der gesamten Wohnung. Ganze 6 Kilo Kerzen verbraucht jeder Däne durchschnittlich pro Jahr. Doppelt so viel wie wir Deutschen. Das Licht der Kerze hat nachgewiesen eine beruhigende Wirkung. Aber noch aus einem anderen Grund gibt es Kerzen in jedem dänischen Haushalt. Ich glaube, Kerzen sind so wichtig für uns Dänen, weil wir so viel Zeit im Jahr im Dunkeln verbringen. Diese Kerzen schaffen eine warme, gemütliche Atmosphäre. Es ist echt hügelig. Hügelig, ein Wort, das wir nicht wirklich ins Deutsche übersetzen können. Aber Hügge ist für die Dänen Teil ihrer Nationalidentität. Es geht darum, einfach mal runterzukommen und auch mal nichts zu tun. Hygge ist für uns Dänen so wichtig, weil wir in so einer schnellen Welt leben.
Kopenhagen, Dänemark. Wir sind eine zukunftsorientierte Nation. Sich die Zeit zu nehmen, sich hinzusetzen, langsam und dankbar zu sein, das ist echt wichtig. Und da sind wir richtig gut drin. Eine Frage müssen wir aber noch klären. Warum gelten die Dänen als das glücklichste Volk der Welt? Hat etwa Hygge etwas damit zu tun? Die Dänen haben es geschafft, viel Zeit mit Freunden und Familie zu verbringen. Ich glaube, es ist uns echt wichtig, sich Zeit zu nehmen, um füreinander da zu sein. Und ohne andere Menschen glaube ich nicht, dass wir die glücklichste Nation der Welt wären. Es geht immer darum, zusammen zu sein. Neben all den hilfreichen Gadgets ist das ja vielleicht das wichtigste Ding, das wir uns von den Dänen abschauen können.